Und herzlich willkommen zurück zu 4 Horner, natürlich wieder mit The Oldman. Und wir sind immer noch im Story-Mode des Ritters. Und es steht davor wahrscheinlich die Entscheidungsschlacht, wie ich vermute, Wölfe unter Schafen. Und ich denke mal, das wird, glaube ich, jetzt eine ganz interessante Episode oder ein ganz interessantes Kapitel. Und seid einfach dabei. Ich lade euch wieder herzlich dazu ein, mit mir dieses Kapitel zu spielen. Also, wir sehen uns gleich wieder. So, Wölfe unter Schafen. Normal Schwierigkeitsgrad, normal die Geschichte. Die Festung von Svarngard, mein Ziel. Schon zu lange wurden die wahren Krieger unter den Wikingern von den Ketten sozialer Zwänge zurückgehalten. Von Familien, von Gesetzen. Jetzt würden wir ihre Tore einreißen und ihre Welt auf den rechten Weg zurückbringen. Stufe 2 nehme ich und natürlich nicht blockbare Stufe. Habe ich soweit erledigt, mache ich. Und dann gehe ich wieder mit dem Wächter in den Kampf, der hier vorgeht. Also den kann man hier nicht wechseln. Und somit müssen wir mit dem Wächter hier durch in das letzte Match, was uns noch verbleibt. Und ich hoffe, dass wir das meistern. Ich hatte Fragen. Herrin, warum diese Festung? Sie sieht aus wie ein einfaches Lagerhaus. Das ist sie. Und deshalb sind wir hier. Diese Barbaren. Sie sehen aus wie ein nettes Volk. Sie umarmen sich, als wären sie alle verwandt. Aber das ist nur Fassade. Bei Nacht fallen sie mit ihren Messern übereinander her. Wenn es Wölfe unter ihnen gibt, sollten wir sie nicht loslassen. Nun hatte ich neue Fragen. Fragen, die noch schwerer zu beantworten waren. Katapulte! Haltet die Ramme in Bewegung! Zweifel bedeuten das Todesurteil. Doch Zweifel sind Teil der Aufrichtigkeit. Miseru! Es gab nichts, was ich tun konnte, außer die Ramme zu schützen. Und zu hoffen. Betörten! Tor!
waren tief hinter den feindlichen Linien. Es gab keinen Weg zurück, nur vorwärts. Sie massakrieren die Mannschaft! Öfter gegeneinander gekämpft als gegen uns. Es liegt in ihrer Natur, sich zu zerfleischen. Diese Natur wurde ihnen genommen. Wir waren tief hinter den feindlichen Linien. Es gab keinen Weg zurück, nur vorwärts. Yeah!
Wir wussten, dass es nur einen Tag dauern würde, bis Wikinger-Schiffe in Svernland ankommen und uns vernichten würden. Aber ich hatte vor, bis dahin längst verschwunden zu sein. Wir mussten die Ramme verteidigen, bis wir durchgebrochen waren. Ich hab die Ramme aktiviert. Wir sind auf dem Rückzug! Wir halten nach dem Hof! Wir treffen! Alle auf Quelle! Wir werden anhalten! Gudmundr, der legendäre Jarl der Festung. Auf die Beine. Wir waren drin. Das war der Untergang der Wikinger. Aber waren wir nicht genau deshalb hier? Was machen wir dann hier? Das war nicht die erste Festung, die ich brandschatzte. Warum beunruhigte es mich? Bitte!
Die Festung von Svarngard war die Heimat einiger der reichsten Wikinger-Clans. Der Handel bringt immer solche Menschen. Nun müssen sie um ihre Nahrung kämpfen. Zu lange haben die Ängstlichen unter den Wikingern ihre Lügen vom Frieden verbreitet. Nun endet diese Ära. Euer Volk muss nicht leiden. Voraus, Gudmunda. Thank you.
Ihr seid stark, Gudmunder. Weiß ich, was mich an jenem Tag beunruhigte.
wieder gestorben. Das ist normal nur. Ihr habt gut gekämpft. Der ist schon hart gewesen. Soll Hel euch holen? Ja. Mercy. Warum sind wir hier? Ich glaube, ihr wisst es. Hunger. Hier lagern sie ihr Saatgut. Es wird keine nächste Ernte geben. Bis zum Winter werden sie sich für die übrige Nahrung gegenseitig umbringen. Ich habe geschworen, für den Frieden zu kämpfen. Und ihr auch. Ihr alle. Nahrung. Warum verbrennen wir sie nicht auch? Was glaubt ihr, was die Clans tun, wenn wir alles verbrennen? Sie verhungern. Sterben. Sie vereinen sich. Doch wenn noch etwas bleibt, gerade genug für zwei, vielleicht drei Clans, dann werden sie um diese Überreste kämpfen. Und die Wölfe unter ihnen erheben sich. Wir sind nicht hier, um sie auszulöschen. Wir sind hier, um ihnen zu zeigen, wer sie sind. Um sie zu befreien. Gehen wir nach Hause. Ritters, ihr habt es geschafft. Und somit endet dieser Weg auf jeden Fall für den Ritter schon mal. Und ich denke mir mal, wir werden auch noch die anderen Stories machen, weil es ist doch sehr interessant, was sich hier so nebenbei sich so abspielt. Und ich glaube, jede einzelne Fraktion ist dort, hat was Bestimmtes, und ich denke mal, das muss man einfach mal durchspielen, um von allen Seiten das mal zu sehen. Und ich sage natürlich hier auf jeden Fall erstmal
auf Wiedersehen und natürlich einen schönen Abend noch oder einen schönen Morgen, wie ihr auch immer möchtet. Wir sehen uns im nächsten Video.